Am Mittwoch, dem 10. Jänner, beginnt der mittlerweile 8. Prozesstag im Prozess um Sebastian Kurz und seinen ehemaligen Kabinettschef Bonelli. Die beiden sollen ja im Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt haben. Es ging dabei um die Bestellung von Posten unter anderem im ÖBAG-Vorstand. Eine Zeugin am 10. ist unter anderem Iris Ortner. Sie ist ja im ÖBAG-Aussichtsrat gesessen und so wie die WKStA damals ermittelt hat, soll das unter anderem mit dem Spenden ihres Vaters an die ÖVP zusammenhängen. Er hat im Wahljahr 2017 etwa 1 Million gestückelt gespendet. Darum ist das damals auch nicht auf der Homepage des Rechnungshofs aufgeschienen. Die WKStA hat allerdings damals auch die Ermittlungen eingestellt mit der Begründung, dass eine ordnungsgemäße Spende oder ein Anfüttern einer Partei auch nicht dann zu einer Anklage führen muss, wenn sich die Partei dann im Nachhinein revanchiert. Davon ist man eben ausgegangen, nachdem Iris Ortner in den ÖBAG-Vorstand berufen worden ist. Ihr Vater selbst hat übrigens im Ibiza-Untersuchungsausschuss betont, dass das natürlich nicht so gewesen sei und dass seine Familie das nicht notwendig hat. Familie Ortner scheint übrigens aktuell im Millionärsranking für 2024 ziemlich weit oben bzw. ganz knapp unter den Milliardären auf mit einem Vermögen von etwa 940 Millionen Euro. Am 25. geht es dann weiter mit einem ganz besonderen Zeugen, nämlich Gernot Blübel, unserem ehemaligen Finanzminister. Er hätte eigentlich schon am 10. aussagen sollen, da gibt es aber anscheinend Terminkollisionen. Einige erwarten sich von seiner Aussage aber nicht allzu viel, denn auch schon im Untersuchungsausschuss hat er mit großen Erinnerungslücken geglänzt. Etwas mehr Gesprächsbedarf wird es möglicherweise bei den beiden russischen Zeugen geben, die ins Feld geführt worden sind. Dabei geht es um ein Bewerbungsgespräch, das Thomas Schmidt in Amsterdam geführt haben soll, eben mit diesen zwei russischen Geschäftsleuten und dort gesagt haben soll, dass ihn die WKStA unter Druck gesetzt habe, derartig auszusagen. Also auf diese Zeugenaussagen warten auch alle schon sehr gespannt. Und auch noch zwei weitere Prozesstage sind im Jänner 2024 geplant. Am 30. und am 31. wird ebenfalls verhandelt werden.